Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Episode zu Dragon Quest 11. Ich habe euch am Ende der letzten Episode erzählt gehabt, dass ich mich ein bisschen im Internet schlau machen werde über die Mission, in denen es darum geht, dass wir hier, wie heißt es nochmal, Xero den Schatten finden sollen. Also wir sind ja hier in Zwistambul, weil es halt eben eine Nebenmission gab, die ich übersehen habe, die ich jetzt angenommen hatte und die ich erfüllen möchte. Und dann habe ich euch gesagt gehabt, damit ich hier nicht blöd durch die Stadt halt eben durch die Gegend suche, weil ich das auch schon am Ende der letzten Episode eben gemacht habe, wollte ich eben ganz kurz nachschauen im Internet halt eben, wie man diese Mission oder wo derjenige halt eben ist, wo dieser Xero der Schatten sich eben befindet. Die Antwort auf diese Frage ist ziemlich amüsant. Ich musste tatsächlich ein bisschen kichern, ich musste ein bisschen lachen und schmunzeln und so, als ich herausgefunden habe, wo sich dieser Xero befindet. Denn, erinnert ihr euch noch daran, ich stehe ja hier oben. Ich habe ja auch in der letzten Episode hier die Episode beendet, hier oben auf diesen Kisten. Wollt ihr wissen, wo sich dieser Xero der Schatten oder wie der nochmal hieß, befindet? Ich drehe mich mal eben. Es ist so doof. Das da ist Xero der Schatten. Was? Du suchst nach Xero? Nun, du hast ihn gefunden. Warum du mit mir sprechen willst, ist mir allerdings schleierhaft. Was? Ein Kind will ein Autogramm von mir? Das gibt es doch gar nicht, Mann. Wie soll der Junge überhaupt von mir gehört haben? Er scheint ja kaum jemanden zu merken, dass es mich überhaupt gibt. Das ist ja gerade mein Ding. Und weil mich niemand sehen kann, kriege ich auch keine Nummer für die Partnerzulosung. Ich glaube, das hat so ein bisschen auch so ein Touch, dass du vielleicht auch einfach nicht dahin gehst, weil du vielleicht Angst hast, in Arena-Kämpfen teilzunehmen. Das könnte natürlich auch der Grund sein. Es ist immer wieder das Gleiche. Es ist, als wäre ich unsichtbar. Sie bemerken mich ja noch nicht einmal, wenn ich ihnen direkt ins Ohr brülle. Das macht mich ein bisschen einsam. Dabei wollte ich nichts weiter als die Chance für einen Kampf, wie alle anderen auch. Okay, wenn du andere Leute anschreist und so. Warte mal. Bist du zufällig ein Tickling? Und dieser Junge weiß, wer ich bin, was? Ha! Da ist er wohl vermutlich der Einzige. Tja, schon allein dafür hat er sich wohl ein Autogramm verdient. Ja, hier bitte. Wir haben jetzt Xeros Autogramm bekommen. Wirklich, als ich gesehen habe, dass er sich hier befindet, ich musste echt lachen. Weil wir sind am Ende der Episode hier hochgelaufen. Ich habe hier kein Schwein gesehen, außer das Mädchen da jetzt links. Egal. Du hast Xeros Autogramm erhalten, bringst im unteren Teil von Zwistambul genau den Jungen da. Ich habe noch nie jemandem ein Autogramm gegeben. Weißt du, ihr müsst euch vorstellen, ich bin hier hochgelaufen, ich habe diesen Tickling mir angeschaut, bin halt eben hier so hin. Dann sieht man den halt auch gar nicht, ne? Wenn ich halt eben hier so hochgehe und so. Und ich dann. Ach Mann, ist das doof. Ich frage mich jetzt gerade wirklich, hat man den in der letzten Episode gesehen, dort in der Ecke? Wenn dem so ist, dann wäre das natürlich auch schon ziemlich lustig, aber ja, ne? So viel dazu. Also ich will jetzt auch gar nicht irgendwie das Sprichwort raushauen, man sieht manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber es kommt denen schon ganz nahe. Zumindest ziemlich verplant war das jetzt. Aber ich hatte auch keine Ahnung, wo der ist, ne? Also man hat mir da so ein bisschen weitergeholfen im Internet. Und habt ihr das Autogramm von Xero bekommen? Ja, habe ich. Und hier, bitteschön. Boah, ihr habt es geschafft, das ist ja toll. Und habt ihr mir auch mit ihm gesprochen, oder? Wie ist er denn so? Was? Die Leute bemerken ihn dann nicht mal, wenn er versucht, mit ihnen zu sprechen? Dann hat er es mit dem in Luft auflösen wohl zu weit getrieben. Aber es muss eindrucksvoll sein, wenn er es in der Arena macht. Selbst ihr hättet eure liebe Not damit, gegen jemanden zu kämpfen, den ihr nicht sehen könnt, stimmt's? Ich glaube sogar, er ist mein neuer Lieblingskämpfer. Ich kann es kaum glauben, dass ich endlich sein Autogramm habe. Vielen Dank, hier nimmt das als Belohnung dafür, dass ihr mir geholfen habt. Eine Mini-Medaille, sehr schön. Die können wir auch schon baldig abgeben. Denn ich habe es auch so ein bisschen mitgekriegt, was diese L'Académie de Medaille ist da. Und die befindet sich natürlich nicht dort in Puerto Valor. Also ich habe das halt wirklich komplett verkackt. Ich dachte halt wirklich, das wäre diese Medaille. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte wirklich die ganze Zeit, das wäre diese L'Académie de Medaille. Und das ist sie natürlich absolut gar nicht. Also das habe ich halt wirklich komplett verkackt. Ich musste aber eben, wobei will ich da jetzt schon hin? Ich gehe da noch jetzt noch nicht hin, weil ich habe etwas anderes vor. Und zwar werde ich erstmal nach Gondolia Meer hinreisen. Denn dort gibt es eine andere Information, eine andere Mission, die wir noch zu erfüllen haben. Ich denke, in der heutigen Episode schauen wir, dass wir halt einfach hier und da einfach mal so ein paar Missionen eben wieder abgrasen und so. Das haben wir ja schon mal gemacht, als wir in Gallopolis, glaube ich, war das. Genau, als wir in Gallopolis waren, habe ich das ja auch schon mal gemacht, dass ich mal so in einer Episode so ein paar Missionen eben gemacht habe. Und ich denke mal, die heutige Episode wird auch genau dasselbe wieder beinhalten. Denn wir haben noch eine weitere Mission und diese Mission, wir haben noch viele Missionen, aber die nächste Mission wäre hier beispielsweise pikante Piratenbeute. Hier sehen wir es. Du wurdest darum gebeten, einer Piratenbande in der Nähe von Gondolia etwas pfundigen Pfeffer abzunehmen. Begib dich auf die einsame Insel, die Piraten hier zu Hause sind, dann hol dir die Beute. Nein, ich habe mich für diese weiteren Quests hier habe ich mich nicht spoilern lassen. Also ich habe absolut nicht geguckt, was diese Quests eben so, ja, wie man die eben abschließen kann. Aber ich dachte mir, komm, diese Mission machen wir jetzt auch einfach mal und deswegen ab nach Gondolia. Das habe ich mir halt, bevor ich die Episode gestartet habe, mal eben angeschaut. Und was ist das denn da? Seht ihr diese blauen Punkte, die irgendwie miteinander da verbunden sind? Was ist das denn? Ist das so ein Unterwassertunnel oder wie soll ich das jetzt verstehen?
Egal, darum kümmern wir uns jetzt nicht. So, wir sind jetzt bei Gondolia Meer und ich denke einfach mal, das jetzt rechts da, diese Insel, wo wir schon mal drauf waren, das müsste die Insel, glaube ich, sein, dann wo die Piraten sind, weil das ist dann eine Insel in der Nähe von Gondolia, wie es in der Beschreibung eben drin steht. Und das würde ja wie die Faust aufs Auge passen, wenn sich dann hier auch diese blöden Piraten befinden. Insula Australis, waren wir nicht sogar hier schon mal drauf? Ich glaube schon, oder? Waren wir schon mal auf Insula Australis? Wir waren schon mal auf Insula Incognito oder wie das hieß? Ich weiß aber nicht, ob wir hier schon mal waren. Königliche Erde, erinnere ich mich daran? Ich glaube ehrlich gesagt nicht tatsächlich. Oder kann ich mich hieran erinnern? Doch klar, hier war ich schon mal. Doch, hier war ich schon mal drauf. Und hier sollten sich eigentlich die Piraten dann befinden, gehe ich mal zumindest davon aus. Ich gehe sehr stark davon aus. Guck mal, hier ein Tigerchen. Aber ich möchte ihn auch gar nicht attackieren. Ich finde es immer so süß, wenn die hier so schlafen. Das ist immer ganz klasse. Hier, guck mal, seine Freunde oder zumindest die anderen... Ich glaube, hier ist wirklich die Mission. Was seid ihr denn für Kerle? Hi? Arr, du willst ja wohl unseren Pfeffer unter den Nagel reißen, was? Arr, arr, arr. Das Einzige, was du dir holen willst, ist ein blaues Auge, Jungchen. Ach ja? Wie wär's, wenn wir das hier, vor grad sagen, in einem Duell mal eben klären hier? Der grüne Rächer und seine bösen Purchen. Was schreit der da? Ich kann das auch. Leroy Jenkins! Ich kann das auch ganz gut. Ich hoffe, die sind jetzt nicht wirklich zu brutal stark. Aber dürften die eigentlich nicht sein. Ich meine, die Mission haben wir erst vor kurzem bekommen. Also ich denke, ich gehe mal davon aus, dass die ungefähr auf der Stärke sind, wo wir dann storytechnisch uns auch befinden sollten. Von daher, das sollte auf jeden Fall funktionieren. Ich gehe mal stark davon aus. Und wenn das halt ein härterer Fight wird, ja mein Gott, dann haben wir mal wieder einen epischen Mini-Boss-Fight. Guck mal, der erste ist schon tot. So viel dazu. 88 Schaden! Ich meine, es ist ja schön und gut, dass er uns so viel Schaden reindrückt. Das soll ja auch ein krasser Kampf werden, aber dass er damit seine politische Meinung uns auch nochmal so entgegenwerfen muss, das finde ich aber ein bisschen grausam, ehrlich gesagt. Natürlich werden Veronika und Serena davon getroffen, ne? Die einzigen, die überhaupt richtig effektiv Zauber nutzen können. Das war doch, glaube ich, Zauberblock jetzt, oder? Ja, ich glaube schon, das hätte Verena nicht attackiert. Natürlich werden Serena und Veronika die einzigen, die wirklich Zauber effektiv nutzen, davon betroffen. Wie soll es anders sein? Teuflische Versuchung. Ich finde es aber cool, dass die auch nach dieser Fähigkeit halt irgendwie MP noch mit dazu bekommt. Ist teuflische Versuchung nicht sogar tatsächlich eine Fähigkeit, die auch MP kostet? Und die kann sich einfach MP wieder aufladen, dieser Fähigkeit? Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Ein Pimetium Immobile. Ach scheiße, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie viel MP die verloren hat. Here it comes! Was machst du jetzt, hä? Ich bin auch gekräftigt, Erik und ich. Und weißt du was? Da schallern wir dir jetzt erstmal zwischen deine... Ich würde jetzt gerade sagen zwischen deine Ohren, aber... So richtig viel nach Ohren sieht's ja nicht aus. Tapferkeit und Tücke. Bei Trophäen? Nee, Tapferkeit und Tücke, Junge! Du wirst schon sehen, Alter. Für eine grüne Rächer. Erinnert mich so ein bisschen. Kennt ihr das Spiel SpongeBob, der gelbe Rächer? Das ist ein Spiel, was ich ziemlich gerne auf dem Nintendo DS damals gespielt habe. Und ich heutzutage auch noch ziemlich gerne spielen kann. Yo, das ist ja mal ein Overkill für den guten Piraten da. Grüne Rächer und seine Freunde wurden besiegt. 825 Erfahrungspunkte, schön. Bodo-Level up. Talentpunkte nicht. Wir haben da ein toughes Tattoo. Und hoffentlich auch den Pfeffer. Wo ist der pfundige Pfeffer? Ein Viertelscheffel pfundiger Pfeffer. Wunderbar. Steck die dankbar in seine Tasche. Du hast einfach das pfundige Pfeffer gefunden. Genau, bring ihn dem Koch im Hotel. Jawohl, das wird nämlich auch genau das sein, was ich jetzt machen werde. Und dort haben wir nämlich direkt das nächste zu erledigen. Ich glaube, Puerto Valor war das ja, glaube ich. Da haben wir auch direkt das nächste, was wir erledigen müssen. Denn da gibt es auch wieder eine Mission, die wir mal angenommen hatten. Und die ich da auf jeden Fall auch noch erledigen kann. Und das Geile daran ist, das ist verbunden mit dem Casino. Das ist verbunden mit dem Casino, meine Damen und Herren. Was mich ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen wuschig macht. Das finde ich jetzt ein bisschen, ui. Also der Erfolg dieser Mission, sage ich jetzt mal. Also ihr werdet schon sehen, was ich meine. Ihr werdet schon ganz genau sehen, was ich meine. Nicht, dass wir ins Casino müssen, das macht mich nicht unbedingt wuschig. Das macht mich ein bisschen, da fange ich schon an zu zittern, da kriege ich Parkinson Stufe 2. Aber ich, der Ausgang, sagen wir jetzt mal, dieser Mission. Aber wie gesagt, ihr werdet schon sehen, was ich damit meine. Es ist halt eben Nacht, das ist ein bisschen doof. Ich denke mal, da im Hotel kann ich dem Koch auf jeden Fall schon mal den Pfeffer geben. Dann kann er da seine Zubereitung weiter erledigen. Die Mini-Medaillen kann ich auch direkt mal abgeben. Und dann kommen wir zu der Mission, von der ich gesprochen habe. Hallo. Ohne pfundigen Pfeffer kann ich mein Spezialgericht nicht zubereiten. Por favor, Senor. Ihr müsst mir meinen Pfeffer von den Piratas zurückholen. Hier, bitteschön, ich habe ihn gefunden. Caramba, ihr habt mir etwas fundigen Pfeffer gebracht. Muchas gracias, Senor, für euren Mut und eure Ritterlichkeit. Jetzt kann ich endlich wieder mein Spezialgericht zubereiten. Scharen hungriger Touristas werden sich an meinem Leberwurst Asado laben. Und die Gewinner des Hotels werden dann durch die Decke schießen. Hehehe. Nochmal muchas gracias, Senor. Was ihr für mich getan habt, hätte ich niemals geschafft. Bitte nehmt diese kleine Dankeschön an. Im Namen meiner Wenigkeit und des Hotels. Klasse Kram für kriminelle Anleitungsbuch. Da freue ich mich auch schon extrem.
Turban des Meisterdiebs, Mantel des Meisterdiebs. Das klingt doch schon mal sehr nach Rüstungsteile für Erik. Dann lass mich mal an meinem geliebten Gewürz schnuppern. Ah, seh, seh. Eieieiei, mein pfundiger Pfeffer ist über den ganzen Boden verstreut. Was für eine Verschwendung, wo ihr doch solche Mühe hattet, ihn mir zu beschaffen. Tut mir furchtbar leid, Senor. Ja, das hast du ja toll hingekriegt. Ich werde jetzt nicht weitere Piraten aufsuchen, um dir noch weiteren pfundigen Pfeffer zu holen. Also da musst du jetzt selber suchen, wie du den bekommst, ey. Hat er gerade gesagt, puh, etwas pfundige Pfeffer konnte ich noch retten. Sehr schön. Dann hat sich das ja doch noch irgendwie gelohnt, dass ich mir die Arbeit gemacht habe. Bonjour, Chérie. Jawohl, ich gebe dir nämlich jetzt direkt die nächsten Mini-Medaillen. Krieg ich schon direkt den Ruhmstab eigentlich? Ui, guck mal hier. Oh, der Runenstab. Guck mal, wie cool der aussieht. Hat so ein Auge vorne dran. Nice. Felicitations, Marcel. Ihr habt die erste Seite des eures Medaillenalbums vollständig gefüllt. Komplett schön. Komplettierung abgeschlossen. Bon alors, das stimmt, das war ja so eine Franzose, ne? Bon alors, die erste Seite des Albums ist nun vollständig. Nun erwartet euch die zweite Seite. Meela, in dieser Mini-Medaille-Börse darf ich nur die erste Seite des Mini-Medaillen-Albums stempeln. Wenn ihr auch weiterhin Belohnungen für eure Mini-Medaillen erhalten möchtet, müsst ihr mit Monsieur Medaille sprechen, dem Direktor der Akademie de Medaille. Ach schön, toll, Le Bac de Medaille. Für das Vervollständigen der ersten Seite. Klasse, das heißt also, hier können wir nicht mehr weiter unsere Mini-Medaillen abgeben, sondern wir sind jetzt dazu gezwungen, zu dieser Akademie der Medaille zu gehen. Da freue ich mich ja auch schon richtig, aber wir haben einen neuen Stab bekommen. Vielleicht ist er ja besser als... Runenstab? Ah, hier, Runenstab. Ach so, weil es... Ah, okay, so ein Einhänder-Runenstab ist okay. Ui, guck mal hier. Ein Zauberstab, der magische Kräfte im Überfluss birgt und dessen Angriffe das Ziel ab und zu lähmen können. Schaut euch das mal an hier. Angriff steigt, magische Heilkraft ein bisschen, magische Macht ein bisschen. Das lohnt sich doch, ne? Ist schon mal besser als Stab der Schnelligkeit. Und guck mal, sie hat jetzt so einen Stab in der Hand, das halt so ein Auge dran hat. Das ist ein bisschen creepy, aber ich meine, das gehört auch irgendwie so ein bisschen mit dazu. Genau, du hast ja diesen Stock da, du hast diesen Dreizack da. Zaubererstab und so. Stab der Schnelligkeit könnte ich jetzt nämlich Bodo rein theoretisch geben. Das, was ja momentan Veronika vorher ja eben hatte. Machen wir das einfach mal. Jetzt hast du den Stab der Schnelligkeit und so wandert das Item so ein bisschen bei uns rum. Und jetzt heißt es, a mucho bene, Casino Time. Denn es gibt ja eine weitere Mission und zwar ist diese Mission, wo haben wir das denn hier? Ein zweiter Frühling. Das war ja dieser alte Mann dort unten im Strand in Puerto Valor, der halt eben möchte, dass Jade in so ein Häschenkostüm reinsteigt, ja? Und wie gesagt, es ist zwar schon ein bisschen nice, dass ich jetzt auch in Casino gehen darf, weil dort ist nämlich dieses Rezept dafür, dieses Rezeptbüchlein. Des Weiteren ist natürlich, ich freue mich jetzt schon, wie Jade dann aussieht. Denn wenn sie so aussieht wie diese Olala-Frauen, dann wisst ihr, mit wer ich diesen gesamten Abenteuer, das gesamte Abenteuer lang sprechen werde. Ich weiß jetzt nur nicht, wie teuer das nochmal war. War das hier eigentlich auf der anderen Seite? Nee, auf der anderen Seite war, glaube ich, die Bank, wenn mir alles täuscht. Ich habe 0 Jetons. 500. Das sollte ja easy kaufbar sein, oder? Schnittmuster und Diagramme, die dabei helfen werden, das hübscheste Häschenmädel weit und breit zu werden. Das wollte ich schon immer. Ja, dann müssen wir da hinten nämlich erstmal die Jetons hier einwechseln. Jetzt natürlich die Frage, ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie teuer das sein wird. Wäre das für heute... Warte mal, was? Ich möchte... Also, halt, im Moment habt ihr kein Gold auf eurem Konto. Nee, ich möchte Jetons kaufen. Wo kann man hier nochmal Jetons kaufen? War das hier unten? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hallo, hallo, hallo. Jawohl, hier kann man das kaufen. 0 Jetons. Ein Jeton kostet 20 Goldmünzen. Ich brauche 500. 10.000 Goldmünzen! Boah, das ist doch echt... Das ist doch Wucher für eine Mission. Wisst ihr was? Ich hole mir 300 und ich versuche... Ich hole mir 400. Ja, nee. Ich hole mir 300. Ich hole mir 350. Und ich werde versuchen, aus diesen 350 500 zu machen. An den Slot Machines, weil wir waren noch nicht an den Slot Machines. Schleimige Slots. Jawohl. Mit Nummer 2. Die Mindesteinsatz beträgt 10 Jetons pro Walze. Wie viele Walzen gibt's denn hier? Oh Gott, Alter. Glücksspiel kann süchtig machen, Leute, ja? Infos unter lotto.de oder wie das nochmal hieß, diese Werbung da. Okay, es gibt 3, alles klar. Beide begleite Schnodiceus auf ein großes Abenteuer und gewinne Jetons für jedes Hindernis, das ihr gemeinsam überwindet. Im Gegensatz zu normalen Spielautomaten kannst du hier bestimmen, wann die Walzen stehen bleiben. Was? Du hast sogar die Möglichkeit, das Spiel zu automatisieren und Automaten die ganze Arbeit zu überlassen, indem du L drückst. Drücke ZR, während du an einem Automat spielst. Ich kann selber entscheiden, wann die Walzen stehen bleiben. Okay. Also wenn das im Real-Life-Casino so wäre, dann sage ich euch, dann werden die Banken alle pleite werden. Platziere deinen Einsatz genau und dann die Walzen nebendrehen. Mein Einsatz wird sein... Was? Was? Ich habe doch gar nichts gedrückt. Ich wollte doch gerade mein... Was? Edelschleim? Was passiert hier? Schnodiceus greift an. Jawohl! Mach ihn fertig. Edelschleim wurde besiegt. 48 Monster bis zum saftigen Bonus. Ich weiß nicht, was das heißt.
Was ist hier gerade passiert? Was? Warum dreht der denn automatisch? Nein! Was? Automatisches Spiel? Ich will nicht! Jetons, Gewinn. Ich hab 0 Gewinn. Ich hab noch 260 Jetons. Ich hab gleich kein Geld mehr. Wisst ihr was? Aufhören! Ich hab auch gleich kein Geld mehr, um mir 500 Jetons zu kaufen. Ich bin hardcore verwirrt, was hier gerade passiert ist. Ich hab gerade so viele Jetons verloren. Also ich hab 260. Also, upsa. Hol ich mal 240 jetzt einfach so. Kann ich doch noch, ne? Ja, ich mach's jetzt einfach so. Es ergibt für mich jetzt gerade keinen Sinn, daran weiterzuspielen. Ich dachte mir, schön, okay, dann holen wir uns halt eben ein paar Jetons durch die Spielautomaten oder so. Aber der dreht ja, ich wollte gerade meinen Einsatz noch reinknallen und so. Und der macht das einfach schon von selber aus und dreht einfach direkt los. Keine Ahnung, was da passiert ist. Egal, Kaninchenbau wird jetzt erstmal gekauft, sehr schön. So ein Glück-Anleitungsbuch. Jetzt haben wir Häschenohren, Häschenkostüm, genau, Netzstrümpfe, das hat beides ja schon. Jade hat ja schon beides. Es fehlt, glaube ich, nur noch das Kostüm. Und dann ist unsere Häschen-Jade komplettiert. Dann, gibt's erstmal einen Augenschmaus. Hoffe ich zumindest. Keine Ahnung, wie sie dann aussieht, aber hoffentlich gut. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich meine, wenn so ein alter Mann schon halt eben sowas möchte und so, vielleicht wirkt das ja wie Viagra. Wer weiß das schon. So, schauen wir mal ganz kurz nach. Also, pfiffige Schmiede, du wirst jetzt gerufen. Hat auch nochmal direkt ein Level-Up. Vielleicht gibt's ja auch eine neue Fähigkeit, die wir uns angeeignet haben. Erstmal wahrscheinlich mehr Potenzial. Vielleicht können wir jetzt auch Eschenburger Helme und so weiter herstellen, ohne dass wir Probleme dabei haben werden. Maximales Potenzial um einen Punkt. Das ist doch besser als gar nichts. Neue Anleitung ausprobieren. Brandklinge brauchen wir nicht. Häschenohren haben wir schon. Wir haben Häschenkostüm noch nicht, ne? Oh lala. Guckt euch mal an, wie das aussieht. Stell mal vor, Jay trägt das jetzt gleich. Netzstrümpfe haben wir auch schon. Turban des Meisterdiebes. Ach guck mal, ist sogar nur für Erik, wa? Und hier Mantel des Meisterdiebes. Eine Tracht, wie sie gerne den besten Taschendieben tragen. Jawohl, sie erleichtert es einem... Oh, Angriffen auszuweichen. Set des Schwindlers gehört sie. Ach, das war die Mission. Ah, ja gut, das war, glaube ich, die Mission, die mir hier ja erzählt worden ist, glaube ich, von wegen, dass ich da auch Eriks Aussehen verändern kann. Aber erstmal mal ein Häschenkostüm. Wir kaufen das für 540 Goldmünzen. Ich glaube, ich hoffe, ich kriege das auch für Eriks Sachen noch hin. Wenn nicht, dann müssen wir ein paar Sachen verkaufen. Dann heißt es mal wieder ein bisschen Trading hier veranstalten. Ich hoffe, das ist nicht so schwer. Zwillingsschlag, go! Oh, oh. Zeitig einsetzen. Ich mach's jetzt einfach. Oh, hat sich das überhaupt gelohnt? Nein, nicht Blitzschnellerschlag. Nein, ich wollte einen Zwillingsschlag. Nein, ich habe einen Blitzschnellenschlag gemacht. Finessen. Jawoll, guck mal, wie viel. Yes. Klasse. Warum halb so stark? Dann mache ich nochmal hier so hin. Nein, das hat nicht gereicht, um da hinzukommen. Ich könnte kotzen. Reicht das? Ich hoffe schon. Bitte. Häschenkostüm. Komm, ich habe gerade 540 Goldmünzen ausgegeben. Die kann ich jetzt nicht einfach verbrannt haben. Mir ist egal, ob das schwach ist oder nicht. Sie soll sich einfach nur schön kleiden, die Jade. Ja, ich hab's schön. Häschenkostüm hergestellt. Wunderbar. So, neue Anleitung und dann will ich eigentlich auch Turban des Meisterdiebes machen. Das kann ich sogar machen, ohne was auszugeben. Sehr schön. Hoffentlich läuft es hier besser. Aber die Schwierigkeit hier ist ja auch nicht 2 Sterne, sondern 1,5 Sterne. Also genau wie für mich geschneidert. So, Finessen, Zwillingsschlag. Boom, boom. Jetzt geht's nämlich richtig los. Und ich sag's euch, jetzt kommt da nämlich eine Meisterleistung bei raus. Hier kriegen wir jetzt plus 5. Ist wahrscheinlich gar nicht möglich, weil das haben wir auch schon irgendwie herausgefunden, Anführungszeichen. Aber guck mal, blitzschnellen Schlag hier drauf. Hui. Oh, das ist schon satisfying gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt schon übel satisfying, dass beide da auf den perfekten Punkt gekommen sind. Na, was ist das? Plus 3? Perfekt, das heißt doch plus 3, oder? Yes! Geil, geil, geil. Also es lohnt sich auch noch richtig, dass ich das Erik jetzt hier zusammengeschneidert habe. Es lohnt sich also nicht nur ein bisschen, sondern es lohnt sich richtig. 5 Perfektionistenperlen, gleich hinterhergeschmissen. So, neue Anleitung, weiter geht's. Mantel des Meisterdiebes, let's go. Machen wir nämlich direkt das nächste. Ich weiß gar nicht, reichen die beiden Sachen eigentlich schon aus, damit er sein Outfit da ändern kann? Ich hoffe jetzt einfach mal schon. Wir werden es ja jetzt gleich sehen. So, das lief ja jetzt gerade schon mal ziemlich, ziemlich gut. Mal gucken, ob das einfach nur so ein Effekt war oder ob das reproduzierbar ist. Guck mal hier, kritischer Treffer, sofort. Ah, schade. Manchmal bin ich auch ein bisschen zu viel. Doppelter Drescher. Ah, kommen wir auch noch hin. Doppelter Drescher. Schade. Aber wir können jetzt noch einmal hier oben. Oh! Warte mal. Schade. Stell euch mal vor, jetzt wäre auch kritischer Treffer gekommen. Ich sag's euch, ich wäre durch die Decke gegangen. Wäre da jetzt auch ein kritischer Treffer gewesen, dann müsste ich heute meinen Flug buchen nach Las Vegas, denn heute ist ein guter Tag.
Mantel des, jawohl, plus 2. Lohnt sich ja auch. 5 Perfektionistenperlen auch direkt nochmal bekommen. Und ich denke mal, die Perfektionistenperlen werde ich auch einfach mal weiterhin aufsparen. Und dann können wir jetzt mal Jade erstmal. Oh, ich bin gespannt. Oh, ich bin gespannt. Ui, ui, ui. Guckt euch mal die Herzensdame an. Ey. Wow. Also jeder Junge, jeder Mann, der hier zuschaut, ne, der sieht ja genau dasselbe, was ich hier gerade sehe. Ja, also, das ist ja wunderbar. So, Ausweichchance würde damit wechseln, aber Charme geht natürlich dabei hoch und Abwehr natürlich auch. Das setze ich hier absolut mal auf. Haben wir immer noch nur ein Diebesturban für sie? Ich glaube schon, ne, für die Abwehr zumindest, ja. Da lohnt sich nichts anderes. Also, sieht schon schön aus. Also, Jade, meine Liebste, du siehst schon ganz schön aus. So, dann werden wir dir nochmal ein Outfit reinklatschen. Wir haben 2, der Schwindler und der Stacheligeschwindler. Oh, aber dann erinnerst mich ein bisschen zu sehr an Prinz Fares. Der Stachelige. Ah, das wäre dann ohne die Mütze, wa? Ich finde das sogar ohne Mütze irgendwie ein bisschen cooler. Mit Mütze passt mehr zu seinem Image, aber ich finde, ehrlich gesagt, finde ich das ein bisschen cooler ohne Mütze. Also gebe ich mal die Mütze weg, Mantel des Meidens setze ich auch mal weg und dann kriegst du natürlich erstmal Mantel des Meisterdiebes. Hat sogar eine weniger hohe Ausweichchance als Meister, hier Mantel des Meidens. Aber das setzen wir dann ja trotzdem natürlich mal auf. Und die Maske der Mobilität können wir bestimmt auch wechseln, ne? Oh, Ausweichchance 6% dann. Eieiei. Mein liebster Erik, das werden ziemlich geile Momente mit dir im Kampf anzutreten. Das wird richtig, richtig cool. So, und diesen Opi da unten, der so, ich sag mal, notgeil auf sie ist, die können wir das jetzt auch hier. Eieiei, ist die Verwandlung schon vollendet? Hat sie euch ja. Ah, nee, das ist ja Opa. Hat sie eure Amiga in ein wunderschönes Häschenmädel verwandelt? Muy bien. Dann bleibt nur noch sie darum zu bitten, einem alten Mann eine Freude zu machen, indem sie das Outfit anzieht. Oh, meine Liebe. Warum guckst du mich dabei an? Meine Liebe, ihr seid so wunderschön. Ihr seht so ebenso hübsch aus wie das erste Häschenmädel, das ich einst sah. No, sogar noch schöner. Sie, Chica, ihr seid das schönste Häschenmädel, das die Welt je gesehen hat. Nicht jede Chica weiß, ein Häschenoutfit zu tragen, wisst ihr? Man braucht ein gewisses Etwas. Und ihr habt es im Überfluss, sie. Nicht wahr, Chico? Ihr wisst doch auch, dass es an eurer Amiga ein perfektes Häschenmädel verloren gegangen ist. Ha. Jade starrt den alten Mann mit eisigem Blick an, seufzt tief und geht fort. Eieiei, zornige Häschen sind sogar noch bezaubender. Danke für eure Mühen, Chico. Por favor, bitte nimm dieses Geschenk an. Ein Strumpfband, klasse. Jades Reaktion, Alter, so relatable. Wäre ich in ihrer Haut drin, hätte ich genau dasselbe gedacht. Ich meine, das ist so irgendein alter Mann, der da voll notgeil ist auf sie, weil sie so ein Häschenkostüm da trägt. Da würde es mir auch ein bisschen mulmig gehen. So, dann schaue ich mal ganz kurz nach diesem Strumpfband oder was da nochmal war. Ich hoffe mal, Veronika oder so kann das tragen. I guess, maybe? Ich guck mal im Ausrüstungsbeutel. Ich glaube, da kann ich es dann, wenn, dann eher irgendwie finden, wa? Ist das ein normales Strumpfband, was wir sowieso schon haben? Ein am Bein getragenes Band? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, ich glaube, das kennen wir natürlich schon. Das trägt beispielsweise auch Jade, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Das schauen wir uns jetzt mal an. Jade, Strumpfband, jawohl. Also lohnt sich das gar nicht so groß. Ist ja auch egal. Es gibt eine weitere Mission natürlich. Es gibt gute Missionen. Hier beispielsweise einen Pfad zum Paradies. Setze die Koopkraft Genesungsgebet ein, um die grimmigen Gerippe zu besiegen, die nachts in der Nähe der Ruinen von Kriegerwelt erscheinen. So, und das lohnt sich jetzt auch ganz gut, denn wie soll es auch anders sein? Der Zufall wollte es so. Es ist jetzt gerade Nacht. Wo war das nochmal? Kriegerwelt. Mehr möchte ich nicht. Ich glaube, das war die Herberge, oder? Die da in der Nähe ist. Genau, ja, die Herberge war das. So, das passt nämlich ziemlich gut. Jetzt gerade haben wir es nämlich auch schön Nacht. Das heißt, wir können jetzt ein paar Monster wieder slayen und können uns dann halt eben um diese Koopkraft kümmern, die wir dann einzusetzen haben. Wie war das mal? Serena und meine Wenigkeit müssen das ja, glaube ich, gewesen sein. Genesungsgebet. Müssen wir da irgendwas Besonderes irgendwie mitmachen? Das ist jetzt natürlich die Frage, wa? Das muss ich mir nochmal durchlesen. Also es könnte natürlich sein, dass wir müssen einfach nur besiegen, glaube ich. Mehr war das, glaube ich, gar nicht, oder? Du kannst Genesungsgebet dann immer. Setze Genesungsgebet ein, um die zu besiegen. Aber Genesungsgebet macht doch gar keinen Schaden. Du kannst Genesungsgebet immer dann. Ja, genau, wenn Marcel und Serena gekräftigt sind. Also, ihr seid in der Kriegerwelt. Also muss ich. Wo muss ich denn dann dafür nochmal lang? Ach, Umland von Kriegerwelt. Da bin ich ja natürlich schon. Wusste ich natürlich. Wie heißt die Dinge nochmal? Grimmiges Grippe oder so, ne? Grimmiges Grippe. Jetzt natürlich die Frage: Was ist grimmiges Grippe, bitte? Info? Liste besiegter Monster, habe ich die schon mal. Kann ich das auch irgendwie nach Name sortieren? Alphabetisch, genau, das hätte ich jetzt ziemlich gerne. Alphabetisch, also A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Da müssen wir ganz kurz hier nachschauen. Da, grimmiges Grippe.
Wie seht ihr? Ah, ihr seid diese Skelette da. Schön. Wir hätten auch in die Höhle unter Zwistermul gehen können. Wobei, da hätte die Mission wahrscheinlich gesagt gehabt, so, du hast aber keine diese Grippen besiegt im Umland, sondern du warst irgendwo anders. Deswegen wird diese Mission hier erstmal nicht als geschafft angezeigt. Aber gut, dann suchen wir jetzt einfach mal nach diesen grimmigen Gerippe. Da vorne haben wir doch schon wieder welche. Mal hoffentlich kommen wir jetzt direkt in diese gestärkte Position. Bitte allen meinen Befehlen folgen hier. Das kommt zwar nicht oft vor, aber jetzt ist es ziemlich wichtig. Befehlen folgen, Befehlen folgen, Befehlen folgen. Jetzt muss es nämlich jeder, denn jetzt... Let's go! Denn jetzt verteidigen die alle jetzt einfach mal. Verteidigen. Bis wir alle gekräftigt sind. Serena auch. Verteidigen. Alright! Und jetzt nur die Chimäre, glaube ich mal. Die unfaire Chimäre hier im Kurs gesehen. Vielleicht geht das ja jetzt auch wieder so schnell, wie es ja auch mal war, als wir diese Mission gemacht hatten, beispielsweise mit diesem Kaktus da. Was waren das nochmal? Diese Kaktuskugel, die wir uns da holen sollten und so. Da habe ich auch noch eine andere Mission gemacht, wo ich auch eine Koopkraft einsetzen sollte. Und das ging auch relativ schnell. Wobei, das sollte ich, glaube ich... Ah, wo waren das nochmal? War das auch das mit diesen, mit dieser Tücke und so? Also, ich kann mich doch daran erinnern. Als wir, natürlich noch, vor ganz vielen Folgen war das mal so, dass wir aufgewacht sind in dieser Kirche, war das. Weil wir auch geflüchtet sind vor Heliodor und so. Und ich glaube, das war dann so, dass wir da auch direkt eine Mission bekommen haben, dass Marcel, also Erik und ich so eine Koopkraft einsetzen sollen. Ich hoffe, wir können auch gekräftigt werden, wenn wir die ganze Zeit nur verteidigen. Das wäre jetzt ganz schön doof, wenn wir das nicht können. Das ist eigentlich auch genau der richtige Zeitpunkt, um so ein bisschen aus dem Real Life vielleicht etwas zu labern. Heute ist nämlich etwas sehr Interessantes passiert bei mir. Ja, ich nehme das Ganze hier auch genau an dem Tag auf, wo ich das Video auch hochlade, dementsprechend nicht wundern. Heute ist etwas sehr Interessantes passiert. Ich war heute arbeiten. Heute hätte ich normalerweise nicht arbeiten brauchen, nicht müssen, nach Plan zumindest nicht. Jedoch ist ein Kollege von uns halt eben krankgeschrieben, dementsprechend musste ich halt eben einspringen für diesen Kollegen. Habe ich auch gesagt, gehabt, ja, kein Problem. Und heute hatte ich wohl den schlimmsten Arbeitstag, den ich bisher in meinem Leben, glaube ich, durchgemacht hatte. Ich wurde heute literally von einem Kunden angeschrien. Also, wer es immer noch nicht weiß, ich arbeite in der Fleischerei. Ich nutze das Ganze jetzt, um einfach mal so ein bisschen off-topic sozusagen zu labern, ja? Also, wenn das in Ordnung für euch ist. Also, wer es nicht weiß, ich arbeite in einer Fleischerei, in einem Supermarkt. Dementsprechend habe ich natürlich immer viel Kundenkontakt, wovor ich auch... Also, naja, ich habe da auch gar kein Problem mit. Es gibt viele Leute, die damit ein Problem haben, so Kundenkontakt und so, weil sie das einfach nicht können. Sie können auch nicht so gerne mit Kunden sprechen und so weiter. Bei mir ist das kein großes Problem. Aber können wir überhaupt gekräftigt werden, wenn wir die ganze Zeit verteidigen? Ich habe das Gefühl, das können wir gar nicht. Oder dauert das einfach jetzt gerade so unendlich lange hier? Oh. Danke, Veronika, dass du es nochmal bestätigst, dass es geht. Aber du bist die Falsche. Nicht du sollst gekräftigt sein, sondern Serena und ich. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich halt hinter der Theke eben stand und meine Kollegin war gerade in der Pause, hat gerade ihre halbe Stunde Pause eben gemacht. Und so wie es eigentlich immer der Fall ist, also wirklich ausnahmslos immer der Fall ist, sobald dein Kollege in die Pause geht und so, kommen auf einmal alle Kunden auf einmal. Es ist halt wirklich immer so. Wie gesagt, es wirkt so, als würde irgendein Speer so zwischen den ganzen Kühlregalen stehen, weißt du, und dann so sehen so, hey Leute, ey, die Kollegin macht gerade Pause, los, ihr könnt jetzt alle raus in Scharen. Und dann kommen sie alle auf einmal, alle gleichzeitig kommen dann. Sondern war halt eben ne, ziemlich viel los. Ich habe das aber halt eben alles geschafft. Das war jetzt kein großes Problem für mich, weil, naja, es ist halt, dann arbeite ich halt eben jeden ab. Wenn das wirklich zu viel geworden wäre, hätte ich natürlich meine Kollegin eben geholt aus dem Pausenraum. Habe ich aber nicht gemacht, weil das musste nicht unbedingt sein. Ja, und dann habe ich halt eben so einen nach den anderen abgearbeitet. Und dann ist halt so, ja, wie soll ich sagen, also bei uns natürlich Käse und Fleisch natürlich getrennt. Und wenn du an der Käsetheke stehst, dann ist da, also zwischen Käsetheke und Fleischtheke ist halt so eine Wand, so eine Dachsäule, sag ich jetzt mal. So, und hinter dieser Dachsäule, jetzt sind alle gekräftigt außer ich. Ihr wollt mich doch verarschen. Ehrlich jetzt. Warum? Bitte. Und da, wenn jemand halt eben dann beim Käse zum Beispiel steht und jemand dann hinter dieser Säule eben steht, dann beim Fleisch, sieht derjenige das nicht, der bei der Käsetheke steht. So, dann steht halt eben eine Kunde bei der Käsetheke und sieht anscheinend nicht die Leute, die zwei, so ein paar ist das halt eben gewesen, die beim Fleisch eben stehen. So, yes, ich bin gekräftigt, dankeschön. Ja, und dann habe ich halt, wie gesagt, alle abgefrühstückt, alle abgearbeitet. Das war Genesungsgebet, ne? 1 Million %. Das muss Genesungsgebet gewesen sein. Habe ich also alle abgefrühstückt, alle Gegner. Ich habe alle Gegner abgefrühstückt, alle Kunden abgefrühstückt habe ich dann. Und dann blieben halt eben sozusagen diese drei Leute, das Paar halt eben und diese Frau, die da beim Käse eben stand. So, dann bin ich halt eben zu dem Paar gegangen, weil das Paar steht da wirklich schon länger. Ich sehe ja alle immer. So, und ich habe gesehen gehabt, dass das Paar da schon länger steht als die Frau, also gehe ich natürlich erstmal zum Paar und dann halt eben zur Frau da eben drüber. Gehe ich zu diesem Paar hin und dann auf einmal brüllt mich der Kunde an, also die Kundin,
brüllt mich komplett an. Also wirklich, ich habe mich angebrüllt auf einmal. Ich habe mich so erschrocken, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe mich so erschrocken, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ich gehe so zum Paar hin, auf einmal höre ich so, von links höre ich einmal so, hallo, ich war zuerst hier. Ich habe mich erstmal so übelst erschrocken. Grimmis Grippe im Genesungsgebiet, sehr schön gemacht, überbringe den Priester beim königlichen Campen. Wo ist denn die königliche Campe? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Dann habe ich mich halt erstmal mega erschrocken. Ich guck so rüber zu ihr und sagte dann so, ja, aber die kam vor ihnen. Nein, 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 erst ich, dann die anderen. Habe ich die anderen erstmal gefragt gehabt, so, ja, es ist in Ordnung, wenn ich die Kundin erstmal mache. Die beiden, weißt du, gucken zu ihr richtig, richtig angepisst und sagen dann so, ja, ist kein Problem, okay. So, also, das war schon mal sehr interessant. Weiteres möchte ich jetzt nicht unbedingt erzählen, was heute noch auf der Arbeit war, weil sonst, wenn das hier irgendjemand hört, ob mit dem ich gemeinsam arbeite oder so, dann habe ich ein Problem. Ein Pfad zum Paradies. Wo ist denn die königliche Campe nochmal gewesen? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch schon gar nicht mehr. Ach so, ach, in der Herberge. Ja, das bietet sich doch super an, Leute. Da sind wir doch schon fast. Also das war halt eben wirklich so ein Moment, als ich das dann auch meiner Kollegin erzählt habe, dass ich da halt eben angebrüllt wurde. Also klar, es war jetzt auch nicht der genaue Wortlaut und das war halt eben schon richtig laut halt eben. Da sagte meine Kollegin nur so zu mir so, irgendwie sag doch einfach dem Kunden so, wer hier rumbrüllt, bekommt nichts oder so, ja, weil sowas muss ich mir auch nicht gefallen lassen. Ja, das stimmt, sowas muss ich mir auch nicht gefallen lassen. Und ich habe dann auch dementsprechend, habe ich dann auch reagiert, als ich dann zu der Frau halt eben hingegangen bin und ich sie dann gefragt habe zum Beispiel, was sie haben möchte und so weiter, weil sowas macht man einfach nicht. Das ist hier, wir spielen hier kein Spiel, der am lautesten ist, gewinnt. Sag mal, wo ist denn der Typ eigentlich, der da die Mission da aufgetragen hat? Verflixt nochmal. Da unten vielleicht? Da unten, jawohl. Da kann ich aber nicht hochspringen, wa? Doch, jawohl, da unten warst du. Ich habe sie besiegt. Also, natürlich, das muss man sich auch nicht gefallen lassen und so. Ich habe den Kunden aber trotzdem bedient, weil ich wollte jetzt halt eben keine Aufruhr halt eben jetzt erzeugen. Ich wollte jetzt nicht unnötig Aufruhr erzeugen, weil wenn das Paar gesagt hat, ja okay, mach ruhig, dann kann ich ja die Kunden eben bedienen. Die Stimmen, das gequälte Stöhnen, das seit Jahrzehnten die Nächte erfüllt, sie sind endlich verstummt. Ihr habt es geschafft, Reisender. Ihr habt meinen Landsleuten endlich Frieden geschenkt. Ich kann euch gar nicht genug danken. Bitte erlaubt mir, euch dieses Zeichen meiner Dankbarkeit zu übergeben. Eine Robe der Ruhe. Ihr müsst wissen, dass gepeinigte Seelen nicht nur in Kriegerwelt, in der Welt der Sterblichen gefangen sind und als Monster wiedererweckt wurden. Ich bete, dass auch diese Seelen eines Tages ihren Frieden finden und die Reise zurück zum Weltenbaum antreten können, wie ihr es meinen Landsleuten durch euer gütiges Handeln ermöglicht habt. Schön. Leute, wie viel Progress wir hier gerade machen. Da geht mein Herz wieder komplett auf, weil ich liebe es halt wirklich, auch die Nebenmission zu erfüllen, weil das auch einfach so Komplettierungs halt eben Gedöns ist und sowas macht, also sowas erfreut mich einfach. Haben wir nicht noch eine weitere Mission, die wir erfüllen können? Bestimmt haben wir noch eine weitere Mission. Wir haben hier die sakrale Stadt. Was haben wir hier nochmal? Ach ja, stimmt, die Akademie der Medaille, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich da hinkomme. Wo komme ich zur Akademie der Medaille? Das ist eine gute Frage. Aber wir haben hier noch die sakrale Statue. Genau, halte doch mal auf der unbewohnten Insel nördlich des Dorfes nach Ausschau. Also, wir haben jetzt hier, du wurdest von einem Fischer in Lamentaire gebeten, nach einer bestimmten heiligen Figur zu suchen, die er verloren hat. Ich weiß nicht, wo sich die befindet. Ich weiß auch nicht, wo die Insel ist. Er sagte, nördlich vom Dorf. Also, unbenannten Insel nördlich vom Dorf. Da kommen halt wirklich Fragen in mir auf. Wie kann ich denn nochmal... Ich gehe mal nochmal auf mein Schiffchen, ja. Ich gehe nochmal hier, wo haben wir das nochmal? Kriegerwelt Meer. Ich gehe mal auf mein Schiffchen und schaue mir das und begutachte die Lage. Also er hat mir die Mission gegeben in Lamentea, glaube ich, ne? Und dann müsste irgendwo, also über Lamentea, nördlich von der, vom Dorf, wurde ja gesagt, soll sich also eine Insel befinden. Werde ich mir gleich mal anschauen. War das nicht ganz nördlich der Karte oder so? Ich kann mich irgendwie an eine Mission erinnern. Oder war das... Oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wo ist Lamentea denn eigentlich nochmal? Lamentea. Wo ist Lamentea nochmal? Ich habe schon wieder vergessen, wo Lamentea ist. Ich muss mal eben Lamentea. Lamentea befindet sich da unten. Nördlich. Also müsste ich ja hinschippern. Nördlich der Insel. Ist das direkt da drüber? Nördlich vom Dorf. Aber wie komme ich denn dahin? Da gibt es keinen Anlegeplatz für mein Schiff. Ich flieg mal nach, oder ich teleportiere mich mal nach Lamentea. Ich kann ja auch rein theoretisch nochmal mit diesem Schiffer, mit diesem Fischer dort, kann ich mich ja nochmal unterhalten. Da kann man das vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren. Weil ich kann halt eben, ich habe da auf der Karte, wenn ihr unten rechts, wenn ihr zurückspulen wollt, unten rechts, über Lamentea halt eben, da habe ich ja, ich sag mal so einen kleinen Vorsprung, so eine Landzunge eben gesehen. Theoretisch könnte das natürlich die Insel sein, von der er gesprochen hat, aber ich frag mich dann nicht, wie ich da hinkomme.
Weil das kann ich jetzt natürlich auf gar keinen Fall sagen. Aber wie gesagt, vielleicht hat er ja noch weitere Informationen, die mir behilflich sein können. Hallo, liebster Fischer, liebster Angler, wie auch immer, wie du auch immer du genannt werden möchtest. Ich habe da eine Bitte an dich. Gebe mir doch ein paar Informationen zu meinem Auftrag. Oder zu deinem Auftrag, den du mir erteilt hast. Halli, Hallöchen, hier bin ich wieder, aber nicht mit deinem Teil. Denk dran, ihr müsst meinen Glücksbringer zurückholen, eine kleine Holzfigur in Gestalt der Göttin Amenthea. Ich habe zu viel Terminator geguckt. Get to the chopper! Ich habe jeden Stein im Dorf umgedreht, konnte sie aber nirgendwo finden. Bestimmt habe ich sie bei meiner letzten Fangtour verloren. Ich hätte sie auf jeden Fall noch, als ich auf der unbewohnten Insel weit nördlich von ihr gefahren bin. Da habe ich sie bestimmt verlegt. Das bedeutet, wenn ihr dorthin fahren und zurückholen müsst. Oh, und erzählt die anderen nichts davon. Er kann mir auch nicht wirklich weiterhelfen. Ich gehe mal zum. Aber zum stillen Strand, das bringt mir auch rein gar nichts. Wie komme ich denn da hin? Kann ich von Onsen da vielleicht hin? Nee, oder? Schaut euch das mal auf der Karte an. Onsen ist ja so ein bisschen. Wie soll ich das am besten beschreiben? Ist ja so ein bisschen in den Bergen drin. Ich werde jetzt einfach mal nach Onsen fliegen. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Insel komme, weil da gibt es ja keine Anlegestelle, laut der Karte zumindest. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Oder kann ich da trotzdem hinfahren? Ist es vielleicht etwas, was wir halt eben uns dann erschließen müssen? Wenn wir dann dort auf diese Insel drauf fahren, heißt es dann vielleicht so, möchtest du hier anlegen und, keine Ahnung, nach der Statue suchen? Hallo Onsen. Welcome back. Ah ne, hier kommen wir nicht wirklich weit. Onsen, sehr schön, mal wieder hier zu sein. Bisschen Backtracking gehört ja auch dazu. Achte auf Ausrufezeichen, sehr schön. Überall über Erdreff findest du Felsen, Steine und so weiter. Ja, sehr schön. Schön mal wieder hier zu sein. Das würde ja eigentlich rein theoretisch bedeuten, dass wir nach unten müssten. Also Umland von Gallopolis. Aber Umland von Gallopolis schickt uns doch einfach wieder zurück. Dann will ich da ja überhaupt nicht hin. Dann muss ich einmal nach rechts durch, ne? Die Pforte des Fortgangs. Da gehen wir mal dahin, würde ich sagen. Wobei, Pforte des Fortgangs. Ne, dann teleportieren wir uns ja wieder weg. Ich bin jetzt gerade hart verwirrt. Ich glaube, so kommen wir da wirklich nicht hin. Ich glaube, ich muss wirklich schippern. Sonst kommen wir da nicht hin. Lamentär mehr heißt es dann. Tut mir wirklich leid, aber ich kann jetzt gerade nicht zu 100% halt eben sagen, wo ich hier hinzugehen habe. Deswegen ist das jetzt gerade so ein bisschen rumgewusel und so. Womöglich nicht das Spannendste, was jetzt hier gerade passiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass hier der ein oder andere vielleicht auch mal abschaltet oder so, weil das jetzt gerade dummes Rumgesuche ist. Sakrale Statue vor allem. Eine sakrale Statue. Ich kann mir so ein bisschen vielleicht auch vorstellen, warum er nicht möchte, dass ich anderen Leuten davon erzähle. Ja, dann schippern wir da einfach mal hoch. Wie gesagt, ich weiß zwar nicht, wie ich da hinkommen soll, weil da eben keine Anlegestelle ist, aber vielleicht finden wir da ja irgendwas, naja, was uns vielleicht irgendwie ins Auge fällt oder so, wo ich dann vielleicht sagen kann, so, okay, vielleicht kommen wir ja von da und da irgendwie zu unserem Ziel. Ich weiß es nicht, Mann. Oder ist es halt gar nicht das gemeint und es ist halt wirklich komplett im Norden. Und ich kann es halt nur noch nicht sagen. Ach, egal, werden wir ja gleich sehen. Also. Weil ich kann mit. Müssen wir ganz in den Norden? Weil irgendwie kann ich mich daran erinnern, als wir die Mission angenommen haben. Jetzt haben wir immer noch alle Befehlen folgen und so drin, ne? Das soll natürlich auch nicht sein. Nein, Taktiken bitte, Taktiken. Taktiken, Satansschleicher holt aus. Taktiken. Erik, bitte einmal gnadenlos sein. Veronika, du bist auch gnadenlos. Und du bist einmal bitte umsichtig. Es gab, glaube ich, noch eine, wenn ich jetzt geradeaus durchfahren oder durchschippern würde, also ganz nach oben durchschippern würde, gab es, glaube ich, eine Insel, wo eine Anlegestelle ist. Und wie gesagt, als ich die Mission angenommen habe, hieß es irgendwie von dem so ganz im Norden. Von daher gehe ich einfach mal davon aus. Ui, Erik! Das ist so krass, ne? Der Typ crittet nur noch. Der crittet hier und da. Ich meine, wir haben ihm mal so, doch ein Talent irgendwie gegeben, dass er irgendwie so plus, was war das, 5% kritischer Treffer oder 3% kritische Treffer oder so bekommen hat. Aber es kommt mir hier so vor wie 15. Also, genau, das ist diese Landmasse hier, direkt jetzt hier vor mir, wo ich dachte, dass das vielleicht damit gemeint ist. Aber ich glaube, damit ist die Insel, wenn ich jetzt einfach hier dran vorbei geradeaus weiterfahre. Seht ihr die ganz rechts da? Ich fahre jetzt einfach mal weiter nördlich, ich fahre jetzt einfach mal da oben dran. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach dahin. Who knows, vielleicht ist ja, wie gesagt, genau das der Ort der Begierde, wo sich halt eben seine Statue irgendwie befindet. Naja, und um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, wegen meinem Arbeitstag und so, und ja, das war halt eben mein Arbeitstag. Das Geniale, wie gesagt, bleibt immer noch daran, dass ich heute hätte gar nicht arbeiten müssen. Es ist halt eben nur so, dass halt jemand krankgeschrieben war. Das heißt, ich durfte diesen Scheiß halt eben erfahren, an mir selber erfahren, obwohl ich eigentlich nicht hätte da sein müssen. Was es halt eben nochmal zusätzlich ein bisschen nerviger macht, dass ich das dann durchleben musste. Aber, hey, naja gut, da kommt man halt eben durch. Und wie gesagt, ich weiß ja auch, wie ich mit den Leuten halt umzugehen habe. Ich bin ja nicht blöd, ne, so wie Mediamarkt.
Ich weiß ja, wie ich mit solchen Kunden umzugehen habe. Ich lasse mir sowas natürlich auch nicht gefallen. Und wenn denn jemand meint, die Klappe halt aufreißen zu müssen oder so, will ich mich eigentlich auch dementsprechend ihm gegenüber dann so benehmen, wie er das halt eben macht. Wie du mir, so ich dir. Klar, das kannst du bei Kunden nicht machen, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde kommt mit einer miesen Laune... Was? Was? Was ist das denn jetzt? Als ob wir jetzt wieder so einen Mini-Boss-Fight haben. Ach so, natürlich. Bitte... Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Als ob ich jetzt schon wieder... Aber ich glaube, der ist ein bisschen schwächer als diese Riesenkrake, die wir mal attackiert hat, die uns mal attackiert hatte, oder? Ich meine, der hat anscheinend genau dieselben Angriffe, aber ich hoffe, der hält jetzt nicht genauso viel aus. Ich hoffe, der macht nicht genauso viel Schaden. Als sein linker Tentakel gerade an... 50? Warum müssen wir... warum ist hier schon wieder so ein Boss? Was ist das jetzt eigentlich für ein Scheiß? Ach egal, werden wir auch schon irgendwie hinkriegen. Nee, aber man kann natürlich jetzt im Einzelhandel jetzt nicht sagen, so wie du mir, so ich dir, weil wie gesagt, wenn jetzt ein Kunde kommt mit einer dicken Miene oder so, kannst du jetzt ihm gegenüber jetzt nicht auch auf einmal schlecht gelaunt sein, sondern dann hast du dich halt eben, ne, so, Kunde ist halt eben König, ist egal wie er drauf ist und so, du hast dich halt eben vernünftig zu verhalten, ist ja gar keine Frage. Aber was ich damit halt eben sagen möchte, wenn mir jemand blöd kommt, dann kriegt er auch Blödes zurück. Weil ich lasse mir das noch nicht gefallen, mich von einem Kunden anschreien zu lassen. Das hilft niemandem weiter. Und außerdem, wie kann man... Das ist schon wieder so ein deutsches Benehmen. Es klingt so dämlich, aber es ist so ein deutsches Benehmen einfach. Da ist ein Paar daneben. Und ich gehe zu dem Paar zuerst. Und anstatt, dass die Person, dass diese Kundin eben sagt so, okay, dann machen sie eben die Kundin und dann komme ich irgendwie dran oder so. Nein, die muss ja unbedingt als nächstes... muss sie ja ran. Die muss ja unbedingt als nächstes dran. Obwohl ich genau gesehen habe, dass die anderen zuerst da waren. Weil ihr habt das ja natürlich besser im Überblick als die Frau, die halt eben die Säule dazwischen hatte. Zwischen ihr und dem Paar. Wie viel hält denn die Krake aber aus? Was soll denn eigentlich der Scheiß? Hallo? Warum haben wir hier so ein Bossfight, ey? Das ist total krass. Und direkt tot, nachdem ich das angemerkt habe. Direkt tot. So. Fast 1000 Erfahrungspunkte. Alter Finne. Wir machen hier noch übelst viel Erfahrungspunkte gut. Ja, aber ich möchte hier einmal an Bord gehen und ich hoffe jetzt, hier ist diese Statue, von der er da sprach. Also ja, ich sag euch, im Einzelhandel, da ist sowieso so eine Sache. Ich habe niemals gedacht, oder ich hätte auch tatsächlich niemals gedacht, dass ich jemals... Warum leuchtet das da hinten so in so einem schimmernden... Was ist das denn für ein... Das habe ich ja noch nie gesehen, oder? Ich bin ein bisschen erschrocken. Kleinen Schildpanzer, schön. Was bist du denn für ein Item? Oh, eine geschnitzte Figur. Das ist doch bestimmt die Statue, oder? Oder ist sie das? Du hast die geschnitzte Figur gefunden, nachdem Fischer gesucht hat. Ja, klasse. Okay, dann war das wirklich hier oben, die Insel. Und nicht fälschlicherweise diese andere Landzunge, die ich da gesehen hatte. Ja, was ich sagen wollte, ist, wenn ihr im Einzelhandel irgendwie tätig seid, ihr werdet die unterschiedlichsten Menschen antreffen. Ihr werdet Menschen antreffen, wo ihr nicht mal wusstet, dass solche Menschen überhaupt existieren. Das ist manchmal so peinlich, wie sich auch welche verhalten. Und ich sag's euch einfach, wie es ist. Und ich möchte jetzt hier nicht irgendwie eine Gruppe von Menschen irgendwie schlecht reden oder so, aber das muss ich einfach an der Stelle tun. Rentner. Rentner im Einzelhandel sind wohl mit die schlimmste Gruppe, die du haben kannst. Die sind in so vielen Fällen kackendreist. Die sind in so vielen Fällen einfach immer schlecht gelaunt. Ich meine, wir sind direkt neben der Universität so. Du hast also viele Studenten, die da hinkommen. Die sind alle übelst locker und gechillt drauf. Denen ist das alles scheißegal. Selbst wenn die Matt haben wollen, du willst Matt fertig machen, ne? Und du, keine Ahnung, weil du vielleicht... Königsschleime? Ist das normale Schleime hier? Und weil du vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen länger brauchst, weil aus Versehen... Was seid ihr für Schleime? Metallschleime! Oh! Ui! Dieser Ui! Ja! Alter! Was? 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 Das sind halt Metallschleime! Angriff! Also nicht alles, aber bitte! Bitte! Jawohl, einen Schaden immerhin! Ruft Unterstützung herbei, ist okay. Hier sind Metallschleime auf der Insel, ich fass es nicht! Heil doch nicht. Heil doch nicht. Mach doch was Interessanteres, wie beispielsweise attackieren, selbst wenn es nur ein normaler Stabangriff ist. Wir müssen diese Metallschleime besiegen. Wie können wir übelst leveln? Vor allem, wenn wir zwei down haben. Die Unterstützung herbei. Ja, ruf deine Unterstützung, wie du verrückt bist. Hol am besten Metallschleime ran. Das ist kein Metallschleim. Ja, sehr schön. Immer auf den Metallschleim da gehen. Immer auf den Metallschleim gehen. Nein! Nein! Ja! Ja, einer ist besiegt. One man down. Und der nächste. Bitte nur auf die Metallschleime gehen. Bitte nur auf die Metallschleime. Er greift sogar an. Er lief nicht. Yes. Ich, Alter, ich bin gerade so... Yo! Erik!
Nein, du Gott! Scheiß Dorf, dass er hier als Schleime wieder herholt und so. Ach, Alter, wie die wegbraten hier. Alte Menschen, das ist wirklich grausam. Kann ich euch sagen. Ich schließe das Thema einfach ab, indem ich euch sage, die sind wirklich grausam. Also, wie gesagt, die Studenten, die da hinkommen, sind alle übertriebenst gechillt. Denen ist das egal, du machst Matt fertig und das ist eigentlich so eine Sache, das geht ja in 5 Minuten oder so und du brauchst mal länger, weil du vielleicht das Gewürz nachfüllen musst oder was weiß ich, was da los ist. Und die stehen da vorne ganz gechillt und sagen so, ey, kein Stress, kein Problem, ist doch alles gut. Und wenn du es beim Rentner machst, die sind dann direkt so, ja, das geht auch ein bisschen schneller, ich habe nicht ewig Zeit. 4300 Erfahrungspunkte, Alter! Neuer Zauber erlernt. Zischel. Wir haben richtig viele Talentpunkte jetzt auch. Serena Level 25, Rionaldo Level 26. Ja, ich möchte es sofort verwenden. Weil ich kann jetzt, glaube ich, mein Heilungssieb da holen, oder? Yes, Heilungssieb. Jawohl, Junge. Checker. Lernt eine Koop-Kraft. Schwert der Salbung. Veronika und Marcel, noch viel besser. Haben wir das hier schon? Ja, haben wir schon erlernt. Was haben wir hier? Metallhieb. Gut für Metallschleime. Und Drachenhieb, okay. Nice, wie cool. Metallschleim. Metalltröpfchen? Was ist denn mein... Was? Moment. Was denn ein Metalltröpfchen? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht bekommen, ne? Dieser Kleckerklumpen sind ein absoluter Albtraum für jeden Schmied. Was bringt mir das denn? Absoluter Albtraum für jeden Schmied. Und Königsschleime. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Hier sind auch Königsschleime. Wie perfekt ist denn diese Insel hier? Hi. Wie perfekt ist diese Insel denn hier? Hier kann man da mal übertrieben gut leveln. Also ich weiß nicht, wie viele Erfahrungspunkte so ein Königsschleim mal dem gibt, aber ich erwarte jetzt schon gut was. Seht ihr das da im Hintergrund, was da so am Funkeln ist und so? Spielverderber. Was? Was? Was hat der da eingesetzt? Ach, manchmal sind mir die Gegner ein bisschen suspekt, ne? Weil wir machen ja gar keinen Schaden mehr momentan gegen die. Hab ich das... Was war das gerade für ein Zeichen? Habt ihr das gerade gesehen? Der hat irgendwie so ein Mülleimerzeichen gehabt, als man versucht hat, ihn zu chargen. Alter, 46 Schaden. Der macht aber auch an sich ultra viel. Was ist denn Spielverderber? Mystischen Kräfte? Was? Skippe ich das die ganze Zeit weg oder so? Ich finde das schön, dass Veronika mit so einem Augapfel angreift. Das ist eigentlich auch mal eine ganz schöne Sache. Aber hey, cool. Ich frage mich wirklich, ob es hier auch irgendwo König-Metall-Schleime gibt und so, weil es sind ja nochmal richtig heftige EP-Lieferanten. Was? Weil es sind ja nochmal richtig heftige EP-Lieferanten. Ich glaube, das muss ich auch keinem erklären, wenn die kleinen Metallschleime schon ultra viele Erfahrungspunkte bringen, dann könnt ihr euch schon vorstellen, was diese Königsmetallschleime hier mit sich bringen. Wie ist nochmal diese Insel? Insula... Was war das? Insula... Orientar oder so? Orienta? Orientalis oder sowas? War hieß doch, glaube ich, die Insel hier. Mittelheilung? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Und Spielfeld aber gleich hinterher. Was steht da jetzt? Wird von einem mystischen purpurnen Nebel umgeben. Ist der jetzt resistent vor Zaubern, oder? Jawohl, kritischer Treffer. Boom! Erik, Alter, der crittet ja nur noch. 678 Erfahrungspunkte, neuer Zauber für Veronika. Knack erlernt, 3 Talentpunkte. Nee, noch nicht sofort verwenden. Alter Schwede. Was wir auch an Leveling hier wieder bekommen. So eine Tür, die wir noch nicht öffnen können. Wo ich auch schon jetzt weiß, dass ich mir nicht merken werde, dass hier eine Tür sich befindet für die späteren Folgen. Weil irgendwann, wenn ich den Schlüssel habe, möchte ich natürlich wieder Backtracking machen und die ganzen Türen hier öffnen. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich das absolut alles vergessen werde. Euch kenne ich ja schon. Ja, Insula Orientalis, das muss ich mir merken. Kann ich da so rüberspringen? Ja. Achso, okay, man kann hier einfach rein. Nevermind, ist so ein seichtes Wasser. Das muss ich mir echt merken hier. Klumpen Eisenerz. Silbererz. Nicht, dass wir schon genug davon hätten. Und da oben war noch eine Schatztruhe. Nee, hier möchte ich nicht runterspringen. Ich glaube, dann habe ich ein kleines Problem. Aber hey, wie klasse ist das denn? Super nice. Laufen die jetzt auch in freier Wildbahn hier so durch die Gegend? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, weil ich glaube, ich habe gerade einen Schleim angetroffen und dann waren auf einmal 2 Metallschleime da. Ich würde sogar sagen, dass es sogar schon Jackpot war und so unfassbar häufig passiert das gar nicht, dass 2 direkt aufeinander da treffen. So, Schatztruhe, was haben wir hier? Eine Schleimkrone! Eine Schleimkrone! Die kann aber nicht jeder tragen anscheinend. Wer kann die denn tragen? Kannst du die tragen? Nee. Kannst du die tragen? Auch nicht. Du vielleicht. Auch nicht. Wer kann die denn tragen? Oder ist es kein Trag-Item? Kann keiner die... Was? Ist das kein Trag-Item? Ausrüstungsbeutel bitte. Das ist kein Trag-Item. Hä? Ist das echt ein Gegenstand? Schleimkrone. Das König Glitsche Herrschaftszeichen eines grützten Souveräne der Schleimwelt. Tatsächlich. Kann man wahrscheinlich einfach nur ziemlich hart gut verkaufen. Gut, dann teleportieren wir uns mal wieder zurück. Denn wir müssen jetzt wieder zurück nach Lamentea und dem Fischer seine wunderbare geschnitzte Figur geben. Und dann haben wir in der heutigen Episode unfassbar viele Missionen erledigt. Vieles erlebt.
viele Hype-Sachen auch tatsächlich erlebt, wie beispielsweise das mit dem Metallschleim. Es tut mir wirklich leid, falls ich wieder laut geschrien habe oder so. Ja, es tut mir wirklich leid. Diesmal war es halt nicht intentionally, sondern diesmal war es halt wirklich, weil ich mega gehyped war zu sehen, dass hier halt wirklich zwei Metallschleime aufeinander getroffen sind. Weil das so unfassbar unwahrscheinlich ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese eine Episode, wo ich dann diese ganzen Trolle dann immer gejagt hatte, damit ich irgendwie so Metallschleim antreffe. Und die waren halt eben schon relativ selten dann. Beziehungsweise ich habe das ja gar nicht erlebt, ne? Es war irgendwie so, dass ich dann ja keinen Speicherpunkt hatte und ich dann das nachspielen musste und dass ich dann die ganze Zeit am Metallschleim gesucht habe und ich zig Trolle besiegt hatte. So, mein liebster Fischer. Ich habe jetzt hier die wunderbare Statue für dich. Da seid ihr... Nee, weil hab ich das mal gerade... Warte mal, das war so Terminator-Stimme, ne? Arnold Schwarzenegger. Get to the chopper, da seid ihr ja wieder. Und, habt ihr sie gefunden? Ja, hier bitte. Ja, liebste Lamentea, da bist du ja. Ich werde dich nie wieder verlieren. Oh, Lamenta. Ich hatte solche Angst und war so traurig, seit ich dich verloren hatte. So schlimm war es seit dem Tod meiner Mutter nicht mehr. Tut mir leid, dass ihr das mit ansehen musstet, mein Freund. Ein harter Kerl wie ich sollte es nicht so herumjammern. Die Wahrheit ist, ich habe es den anderen nie erzählt, aber diese Figur war ein Geschenk meiner Mutter. Ich mag ja eiskalt wirken, aber tief in mir drin bin ich ein Feigling. Ich habe zu viel Angst, allein auszufahren. Aber wenn ich die liebliche Lamenta an Bord habe, ist es, als wäre meine Mutter immer bei mir. Das erinnert mich an etwas. Um jetzt ein bisschen was aus dem Real Life tatsächlich zu erzählen. Ich habe sowas Ähnliches. Ich habe ja keinen Opa mehr. Sowohl mein deutscher Opa und wer es nicht weiß, ich habe auch einen polnischen Opa, weil meine halbe Familie oder drei Viertel meiner Familie kommt aus Polen. Mein sowohl deutscher als auch polnischer Opa sind beide verstorben. Und ich habe von meinem polnischen Opa ein, ja, wie so ein Passfoto, sage ich jetzt mal. Ein Bild von ihm in meinem Portemonnaie, was mir Glück bringt und was mir auf meinen, ich nenne es auch mal Reisen und so, wo er mich begleitet auf den Reisen. Also ich weiß ganz genau, was er halt eben fühlt, weil ich habe auch so das Gefühl, es fühlt sich einfach, es ist halt natürlich so, also man kann es vielleicht als Aberglauben oder sowas irgendwie abstempeln, aber ich fühle mich dann einfach irgendwie besser, wenn ich weiß, dass er dabei ist, so. Aber egal, wir wollen jetzt hier nicht über meine zwischenmenschlichen Beziehungen jetzt irgendwie hier sprechen und so, weil mein Opa, mein polnischer Opa war für mich wie ein bester Freund, aber egal, wie dem auch sei. Sie hat das gleiche Lächeln. Wenn die Wellen hochschlagen und ich es mir nicht mehr aushalte, schaue ich mir ihr Gesicht an und sie gibt mir die Stärke weiterzumachen. Vielen Dank, Reisender. Hättet ihr meinen Glücksbringer nicht weitergebracht, nicht wiedergebracht, wäre ich zu ängstlich gewesen, um noch einmal herauszufahren. Hier, das möchte ich euch geben. Einen Hexer. Ernsthaft, ich war mit den Nerven am Ende, seit ich sie verloren hatte. Wäre meine Mutter noch hier, hätte sie mich ganz schön zusammengestaucht. Eines Tages werde ich Manns genug sein, um stürmische Gewässer zu befahren. Heute kann ich auch wieder nicht lesen. Ja, gut, dass die Episode gleich vorbei ist, ohne dass mein Glücksbringer mir Gesellschaft leisten muss. Ein Hexer haben wir erhalten. Wieder mein Ausrüstungsobjekt. Auch mal sehr schön, sie auch mal jetzt gleich schön angucken, was mir das bringt. Wartet nur ab! Ja, dann hoffe ich mal, dich irgendwann auf hoher See anzutreffen. Zeig mal her hier. Wo haben wir das denn? Hexer. Oh, Zauberkräfte signifikant stärkt. Das höre ich gerne. Goldarmschiene. Können wir uns vielleicht davon trennen? Magische Macht steigt. Ich glaube, auf diese zwei Abwehrpunkte können wir, glaube ich, getrost. Ja, gut, da können wir wirklich mal drüber hinwegsehen. Komm, wir geben ihr mal Hexer. Dann hat sie jetzt eine erhöhte magische Macht und auch eine magische Heilkraft, was nicht wichtig ist, aber zumindest die magische Macht, die sie erhöht hat. Und Leute, das war's hier mit der heutigen Episode von Dragon Quest 11. Wenn euch diese Episode gefallen hat, heute mal wieder ein paar Nebenquests abgefrühstückt und heute auch mal wieder eine Episode, wo ich verstehen kann, wenn das vielleicht nicht so spannend vielleicht war für den einen oder anderen, weil es hier nicht um Story ging. Trotzdem war das auch mal ziemlich wichtig, die Mission zu erfüllen. Wie dem auch sei, wenn euch diese Party gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch, Freunde, supporten. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Tschüss, tschüss.